Willkommen zurück bei Banished. Und Blacksmith hat nichts mehr zu tun, weil wir haben genug Tools, das ist schön. Der hier hat keinen. Nee, der hat keinen Arbeiter. So. Und wir haben hier ein hübsches Städtchen. Wir brauchen drei Bilder derzeit. Wofür? Ich habe nämlich eine Aufnahmepause gemacht, deswegen muss ich gerade wieder kurz reinfinden. Da. Ein Taylor. Genau. Dafür brauche ich nochmal 8 Steine. Oh, wenn wir noch so viel heißen. Moment mal. Work. Die sollen durchaus arbeiten. Stonecutter. Die arbeiten mal als Farmer. Ansonsten kann ich einen Stonecutter gut gebrauchen. Allein hierfür, oder? Ja, 2 Steine brauche ich dann noch. Ich habe Leder, oder? Jo. Taylor hätte durchaus eine Lebensgrundlage. Und Holz haben wir. Nee. Wir haben einfach nur keinen. Woodcutter? Nee, haben wir nicht. Okay. Holz haben wir aber ordentlich. Woodcutter brauchen wir? Nee, brauchen wir auch gar nicht. Noch nicht. Was wir eigentlich mal machen könnten, ist wieder neue Häuser bauen. Weil das macht, treibt ja den Bevölkerungswachstum am stärksten an, neue Häuser zu bauen. Hier wollte ich eine Mine hinbauen. Okay. Ich glaube, das mache ich einfach schon mal, damit ich das einfach schon mal mit rein geplant habe. So. So. Ich muss die Bilder ja noch nicht hinschicken. Aber damit ich das schon mal in Planung habe. So. Ich baue mal eine Dirt Road hier lang, dann kann ich hier später mal ein paar Häuser hinstellen. Und da schwimmt ein Reh durch den See. Der Blacksmith hat nichts zu tun. Kann der mal. Okay, wir bräuchten wieder ein paar Bilder. Denn das war's schon. Schön. Und hier brauchen wir nochmal 68 Steine. Okay. Die werden wir nicht so schnell zusammenbekommen. Das wird noch dauern. Nahrung haben wir 312. Das ist nicht sehr viel. Naja. Könnte mehr sein. Was habe ich hier? Hunting Cabin und hier Forester Lodge. Ich könnte auch nochmal einen Gatherer bauen. Ach ja, noch nicht. So. Der braucht doch kaum Stein, ja. Da könnte sie auch gleich noch mit beschäftigen. Dann hätten wir gleich wieder eine weitere Nahrungsquelle parat. Die sind hier fleißig am Weg bauen, zu dritt. Ich habe den Taylor ja auch schon fertig. Schön. Da, so. Klug mit 50. Das haben wir längst nicht erreicht. So. Weil wenn wir Klamotten haben, dann sparen wir Firewood. Und Firewood ist etwas, das man selbst zum Handeln nutzen kann. Brauche ich aber alles später. Alles seine Zeit. Ich glaube, das stoppe ich sogar erstmal. Damit die sich erstmal auf andere Sachen konzentrieren können. So ein Haus oder so ein Haus. Das hier braucht mehr Stein und Stein haben wir gerade nur sehr wenig. Das hier braucht weniger Stein, aber mehr Holz und so, ja.
viel Holz haben wir. So. Hier haben wir zwei weitere Laborer. Freut mir. Wie könnte ich die denn verteilen? Stonecutter kann man mal gebrauchen. Blacksmith brauchen wir derzeit. Ach ja, warum nicht? Kann man mal gebrauchen. So. Reserve of food is low. Das gefällt mir gar nicht. Reserve of food sollte niemals low sein. Stone is low, ja. Das ist jetzt auch nicht so ein Drama. Da können sie demnächst auch mal hier den, auch ein paar weghauen. Dann haben sie mal eben ein bisschen was. So, Stein, Stein. Wenn sie mal nichts zu tun haben, holen sie es mal eben weg. Okay. 86 Eisen. Das ist immer noch so viel. Aber es werden die wahrscheinlich langsam auch los. Hier haben die nichts hingebracht. Da waren sie noch nicht mal mit den Removen fertig. Ist in Ordnung. So. 60 Fisch. 200 Menschen. 252. Und hier sind sie auch noch nicht ganz fertig. Aber immerhin ernten sie schon, das ist schön. Und es ist mehr Nahrung geworden. Das kriegen die durchaus noch hin. 20 von 25. Und drei Steine haben sie schon wieder hier drin. Jo, ein Stein nur noch. Dann war es das auch schon mit einem weiteren Haus. Passen die hier hin? Ja, passen die. Mach ich später. Oder? Ich mach's mal, wenn ich genug hiervon habe, von den Stone. Fällt gerade auf. Eine Herbalist. Soll ich auch mal so langsam bauen. Simple Health. Weil Health geht langsam runter und da bringt der Herbalist durchaus was. So. Ihr könnt ja Steine sammeln gehen. Beziehungsweise ein Fisherman kann man immer gebrauchen. Also alle Fishermen. Da lasse ich das Maximum auch am besten drin. So, 21, 26 Steine haben wir schon wieder. Beisammen. Ja, dann baut man hier an weiter. Ein Bilder kann daran arbeiten. Der hat bestimmt seinen Spaß dran. Dauert etwas länger, aber es läuft dann auch. Wir werden das Gebäude auch eh nicht so schnell brauchen. Könnte ich ja vielleicht noch hier auch nochmal so ein Haus bauen. Ich hoffe mal, die Häuser sind nicht irgendwie kälter als die anderen. So, 16, 14 Jahre. Super. Eine Ehe, wie man sie sich wünscht. 16 und 14 Jahre. Town Hall dauert noch, Hospital dauert auch noch. Ich hoffe, die werden auch noch nicht kommen. Moment mal, ich habe Naturkatastrophen ja möglich gemacht. Nicht, ja? Sollte ich vielleicht auch mal einen Brunnen bald hinstellen? Sicherheitshalber. Ah. 152 Firewood habe ich. Okay, das dauert eine auch noch. Also, es hält noch lange. Wie runter geht es, glaube ich, immer schneller als hoch. Habe ich immer so das Gefühl, aber nee. Ich glaube, es ist ab und zu immer schneller, mal langsamer.
Out. Wie läuft's hier? Langsam. Da unten lief's bisher schneller, oder? Ja, da baut er schon. Der eine. Die eine. Macht sie gut. Jetzt macht sie es nicht mehr so gut. Und der guckt einfach nur zu. Wert ist 0, 0, ja klar. 0 läuft einfach durch die Gegend. Logo, wie denn sonst? Mit 0 Jahren, da läuft man durch den Schnee, guckt sich den Bauer an. Die Eltern kümmert's. Kein Stück. Wie meine Kinder. Genau so. College. Weiß nicht, ob ich gleich ein College oder eine Schule. College würde sich irgendwie. Hätte man es gleich für längere Zeit hinter sich. Also, Brunnen werden die noch bauen müssen. Hospital auch. Aber später erst. Ich glaube, Krankheiten kommen. Kam bei mir zumindest immer sehr spät. Town Hall kommt auch noch. Chapel kommt auch noch. Das sind alles Sachen, die wir noch brauchen. Aber noch sind auch keine an Altersschwäche gestorben. Deswegen brauchen wir diese Chapel erstmal noch nicht. Trading Post. Brauchen wir auch irgendwo noch Farmstand. General Store. Mal sehen. In Lizard wurden viele Kinder geboren. Dann sollten wir jetzt hier immer so langsam ein College bauen. 7 Kinder haben wir derzeit. Oder eine Schule. College oder Schule. College würde eindeutig länger dauern zu bauen. Dann hätte man da eben schnell eine Schule. Allerdings ein College wird sich gleich lohnen. Dann hätte man es eben gleich. Ich mach's einfach mal so. Kann der eine Bilder viel Spaß mit einem riesigen College haben. Solange das ja auch erstmal beendet. Ja, sehr schön. Die haben Nahrungsprobleme. Oha. Dann teile ich die Jobs noch mal ein bisschen neu ein. Warte mal. Ja, wir könnten ein paar noch als Gatherer arbeiten. So. Dann kriegen wir auch bald wieder ein bisschen Nahrung zusammen. Allerdings kein Stein mehr. Ach, das kriegen wir auch noch irgendwie zusammen. Erstmal ist mir eine Bildung wichtig, weil ich glaube, ich habe jetzt nicht keine speziellen Statistiken dazu gesehen, aber ich denke mal, Bildung macht es durch, lässt die durchaus effektiver arbeiten. Oder habe ich die hier nicht abbauen lassen? Baut ab! Ist der zu fett? Baut ab! Nee, Eisen ist auch eindeutig weniger geworden. Haben sie aber ja auch alles schon hingebracht, ja. 36 Loks auch schon, also, ja, die Health geht, merke ich gerade, auch langsam runter. Da sollten wir auch, was machen, aber wisst ihr was? Darum darf sich der Zukunftsänderung kümmern. Das machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.